Hi Pyros und herzlich willkommen zu diesem Artikeltest. Ja, und heute testen wir mal die Sky Shots von Veko. Ja, in der Packung sind 4 Single Shots mit 4 unterschiedlichen Effekten enthalten. Die Gesamt-NEM beträgt ca. 64 Gramm. Pro Single Shot haben wir eine NEM von ca. 16 Gramm. Gekauft habe ich die Teile für 2,99 Euro im Lidl. Ja, und dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit dem Test. Danach noch mein Fazit. Viel Spaß! Skyshot von Veko in Grün. Ja, Skyshot von Veko in Gelb. Schönes Crackling. So, jetzt den blauen Skyshot. Und als letztes hier den Skyshot in Pink. Ja, kommen wir zum Fazit. Mir haben die Skyshots von Veko auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Bokehs haben mir im Großen und Ganzen gefallen, wobei ich mir aber teilweise weniger Crackling und dafür mehr Leuchtsterne gewünscht hätte. Die Zerleger waren vollkommen in Ordnung und auch den Aufstieg fand ich gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist dieser komische, spitze, ja, Standfuß, sage ich einfach mal. Den gibt's ja auch bei anderen Artikeln von anderen Herstellern. Habe ich noch nie verstanden, warum nicht einfach immer ein normaler Standfuß genommen wird, mit dem man den Artikel normal auf den Boden stellen kann. Alles in allem nice Single-Shots, die zwar nicht perfekt sind, aber auf jeden Fall Spaß machen. 2,99 Euro ist, wie ich finde, auch ein sehr guter Preis. Ja, guter Artikel.